Hallöchen, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Nicht wundern über meine Haare, ich wurde heute von meiner Tochter gestylt. Ja, ich kann mich nicht dagegen wehren und nehme das so in Kauf. Worum soll es heute gehen? Ich möchte euch heute eine kleine Auswahl von meinen Wallets vorstellen. Preislich bewegen wir uns hier bei 10 bis 20 Euro. Von Kunstleder bis Echtleder ist da alles dabei. Ich sehe halt immer wieder in den sozialen Medien, gerade auch so Facebook, immer so Wallets im Wert von 50, 60 bis 150 Euro. Also versteht mich nicht falsch, ich finde diese Wallets auch sehr gut. Habe auch das ein oder andere Exemplar in meiner Sammlung. Aber ich muss halt ganz ehrlich gestehen, es muss ja nicht immer das teure Modell sein. Und deswegen möchte ich euch heute einfach mal eine Alternative vorstellen. Ein paar Wallets, wo ich denke, die sind eigentlich auch ganz nett für den Alltag. Von klein bis schlicht ist alles dabei, also auch, ich sag jetzt einfach mal, sehr minimalistisch, manche Modelle. Und bei dem einen oder anderen fragt man sich vielleicht, warum habe ich mir das gekauft? Gefällt mir halt. Und ich sag jetzt einfach mal, ein Wallet für 10 Euro, wenn ich abends mal weggehe, mit meiner Frau essen gehe oder meinetwegen auch in die Disco gehe. Oder einfach mal, wenn der Sommer kommt im Schwimmbad, muss es wirklich klein und handlich sein. Da reicht so ein Wallet. Wenn ich da ein Titan-Wallet bei mir hätte für 150 Euro und da passiert irgendwas, kommt Sand rein oder sonst was, da würde ich heulen. Ja, deswegen heute Wallets im Review bis maximal 20 Euro. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, ob ich euch weitere Ausrüstung so in dem günstigen Segment vorstellen soll. Würde ich natürlich gerne machen. Könnt mir auch gerne einen Tipp geben. Wie ihr sehen könnt, in dem Verlauf von meinen bisherigen Videos nehme ich auch den einen oder anderen Kommentar sehr ernst und kaufe mir dann das Produkt und stelle es einfach mal gerne vor, weil ich bin immer auf der Suche nach neuer Ausrüstung. Warum nicht? Man findet immer mal das ein oder andere gute Stück und ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Hinterlasst mir einen Daumen und natürlich ein Abo. Und dann viel Spaß bei diesem Video. Dann kommen wir zum ersten Wallet, was ich euch heute vorstellen möchte. In der Mitte des Videos werdet ihr auch die Möglichkeit haben, ein Wallet zu gewinnen, aber später dazu mehr. Ja, wir haben hier ein Wallet, ein wirklich Mini-Wallet von der Firma Vollma. Sehr neutral gehalten, im klassischen Schwarz. Wir haben hier Echtleder. Riecht sehr angenehm, ist jetzt schon leicht speckig nach 3 Monaten. Richtig schönes Griffgefühl. Klassisch Schwarz ist natürlich auch ideal für beide Geschlechter, also für Mann und für Frau. Und ich sag jetzt mal so, das nimmt hier wirklich keinen Platz weg. Gewicht haben wir 25 Gramm, also wirklich ein Leichtgewicht. Für Echtleder ist das richtig gut. Maße brauche ich euch eigentlich gar nicht richtig nennen, weil die Maße richten sich direkt nach der EC-Karte, die ich drin habe. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, bin ich bei ca. 8,5 cm in der Länge und Breite sind wir dann einfach bei 5,6 vielleicht. Also das ist wirklich sehr minimalistisch. Das ist genauso breit und lang wie eine EC-Karte. Klar, wir haben jetzt hier noch ein Kleingeldfach. Das heißt, da kann man auch ein paar Münzen reinpacken. Auch für einen Einkauf oder wenn das Kind auf so einem Automaten sitzen möchte und eine Runde durchs Kaufhaus fährt, kann man das schon mal machen. Wie gesagt, klein, handlich, sehr elegant, preislich. 20 Euro habe ich öfters mal dabei. Gerade auf dem Weg zur Arbeit, das nimmt keinen Platz weg. Auch ideal in der Jackentasche. Kann man nichts falsch machen, finde ich. Nachteil natürlich hier, ich habe hier keinen RFID-Schutz drin. Das ist hier nicht verbaut, gar nichts. Also hier sollte man sich dann so eine Blockerkarte noch extra dazu kaufen. Das nächste Wallet ist von der Firma Finti, war das glaube ich. Oder das Produkt heißt Finti. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr minimalistisches Wallet. Das habe ich jetzt immer dabei, wenn es abends ins Kino geht oder sowas. Oder meinetwegen auch auf dem Spielplatz. Wenn ich wirklich dann mal austausche. Also wenn ich weiß, dass ich auch mit auf dem Spielplatz in Sand buddle oder sowas, dann nehme ich halt wirklich mal sowas Einfaches mit. Einfach in Bezug auf den Preis, denn wir haben hier gerade mal 8 bis 9 Euro. Wir haben jetzt hier ein Wallet mit 6 bis 7 Kartenfächer. Ich packe jetzt euch einfach mal das hier vor so ein bisschen mit meinen Chipkarten, wie ihr sehen könnt, funktioniert alles sehr, sehr gut, sehr, sehr stimmig und es ist wirklich handlich. Also Maße haben wir hier 11,7 cm, in der Länge mal 8,2 und
Höhe oder Dicke sozusagen war ein halber Zentimeter. Gewicht im Leerzustand 30 Gramm. Gibt es glaube ich auch noch in anderen Farben. Mir hat hier das Braun zugesagt. Wir haben jetzt hier ein ID-Fenster für den Ausweis zum Beispiel. Und einfach hier so eine Daumenöffnung. Also gerade Karten oder Ausweisdokumente, die ich vielleicht schnell brauche, für einen Schnellzugriff, würde ich dann mit dieser Daumenöffnung, also in dieses Fach packen, kann ich dann ganz leicht ziehen und fertig. Ne? Das habe ich hier auf der anderen Seite auch nochmal. Kunstleder. Vorteil, ich habe hier drin verbaut einen RFID-Schutz. Und wie gesagt, das Wallet kostet gerade mal, ich glaube 8 bis 9 Euro war das. Nachteil ist natürlich hier kein Kleingeldfach. Scheingeld packt man jetzt bei dem Modell einfach hier rein. Muss man mögen? Aber ich sage, ich finde, es ist kein Nachteil. Ja, einfaches Wallet, bisschen größer, schlicht. Was will man mehr? Nächstes Wallet ist von der Firma Travando, Modell Lyon. Wirklich schönes Wallet zum Aufklappen mit einer Geldklammer. Also wer richtig einen auf dicke Hosen machen möchte, ist bei diesem Modell auf der richtigen Seite. Sehr elegantes Wallet, wie ich finde. Wir haben hier einen RFID-Schutz drin verbaut, direkt schon drin. Sehr schöne Qualität, Kunstleder. Ist aber dennoch wirklich sehr, sehr schön griffig und macht einen sehr hervorragenden Eindruck. Also ich finde das wirklich sehr elegant und vor allem auch mit dieser Klappfunktion und mit der Geldklammer hier wirkt das sehr edel. Ja, die Maße haben wir hier 11,6 cm mal 7,5 cm und in der Dicke haben wir ungefähr einen halben Zentimeter. Gewicht 40 Gramm, bisschen schwerer und preislich waren wir hier bei 19 Euro. Ja, der große Vorteil ist halt, wie gesagt, die Geldklammer. Wenn ich jetzt hier den Fuffi habe, den packe ich jetzt einfach hier rein. Voilà. Und muss man mögen, aber es gibt halt viele, die halt gerne zeigen wollen, was sie haben. Und da ist das Portemonnaie halt richtig gut. Wir haben hier in der Breite passt hier locker ein 100-Euro-Schein rein. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. 200-Euro-Schein, ich habe keine Ahnung, ob der größer ist. Hatte ich noch nie in der Hand. Passt hier locker rein. Wir haben 6 bis 7 Kartenfächer. Passen hier problemlos rein. Wie ihr sehen könnt, ist das alles ein bisschen breiter gehalten. Also ich könnte hier locker auch eine Multitool-Karte reinmachen von irgendeinem Hersteller. Oder was natürlich auch interessant ist, für gerade für Kinder, kann ich hier vorne, ich nehme jetzt einfach mal meinen Führerschein, damit ihr sehen könnt, wie breit das ist. Ich habe hier vorne in der Regel immer Pflaster drin. Fürs Kind, ne? Wenn man sich mal verletzt oder sowas, ist das eigentlich auch nicht schlecht. Wunderschönes Wallet, kann man nicht falsch machen. Ja, könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, von Wallets mit Geldklammer. Ja, als viertes Modell möchte ich euch wieder etwas von dem Hersteller Travando vorstellen. Diesmal das Modell Dallas. Keine Sorge, ich habe hier keine Partnerschaft oder sonst was. Ich mag einfach den Hersteller. Schlichte, einfache Wallets, die halt mir gefallen. Ja, wir haben hier wie gesagt das Modell Dallas. Das ist ein sehr minimalistisches Wallet. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf der Rückseite noch einen Einschub für Karten. Hier passen locker 2 rein. Auf der Front habe ich einen Einschub. Da habe ich dann in der Regel immer meine EC-Karte drin und halt mein Scheingeld. Natürlich habe ich jetzt hier andere Karten drin, damit nicht jeder meine Kontaktdaten sieht oder mir halt eine Million überweist. Keine Sorgen. Dann habe ich hier noch ein Hauptfach. Hier passen 10 Karten rein. Also meins ist jetzt schon ein bisschen ausgeleiert, würde ich sagen, da passen locker 12 Karten rein. Also mit der Zeit wird das natürlich alles ein bisschen breiter, ein bisschen speckiger und dann passt hier mehr rein. Die Frage ist, ob man das will, weil es wird natürlich dann auch einfach dicker. Ja, kommen wir einfach mal zu den Maßen. Wir haben hier 10,3 cm mal 7,4 cm und in der Dicke sind wir vom Hause aus 0,5 cm. Gewicht, jetzt kommt's, im leeren Zustand 15 Gramm. Richtig schön. Wir haben hier Kunstleder verbaut. Innen drin ist ein RFID-Schutz. Preislich, ich glaube im Moment 13 bis 15 Euro. Ja, die Karten werden hier einfach ganz schnell gezogen mit diesem Zugband. Kommt alles raus. Man könnte natürlich auch hier das Scheingeld mit reinpacken. Was natürlich jetzt hier nicht dabei ist, ist ein Fach oder irgendwie ein Einschub für Kleingeld. Braucht man aber auch nicht. Also ich brauche es im Moment nicht.
So, dann kommen wir natürlich zum Gewinnspiel, was ich euch versprochen habe. Denn dieses Modell habe ich mir auch noch in einer anderen Farbe geholt. Ja, gefällt mir leider nicht. Und deswegen möchte ich euch einfach die Möglichkeit geben, dieses Modell zu gewinnen. Also ich habe jetzt hier nochmal die Farbe Rot. Wie gesagt, ist nicht mein Fall. Vielleicht hat der ein oder andere eine Vorliebe dafür oder vielleicht für seine Frau. Ich habe keine Ahnung. Möchte ich euch einfach die Möglichkeit geben, das zu gewinnen. Ganz bequem. Schreibt mir einfach einen Kommentar, für wen ihr das haben wollt. Oder ja, schreibt mir einfach einen Kommentar, ich möchte das Wallet oder so. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache ein Kommentar, Abonnent sein und dann nehmt an der Verlosung teil. Geht bis Ende Februar und dann freut sich der ein oder andere Gewinner. Jo. Wie gesagt, das war das vierte Wallet, EDC Wallet. Und jetzt kommen wir zum letzten Modell. Das ist wieder etwas aus unserem Shop. Da ist das wunderschöne Slim Wallet. Richtig schön klein, handlich, made in Germany. Material haben wir hier Cordura Laminat. Wie ihr sehen könnt, ist das was zum Aufklappen. Wir haben hier vier Kartenfächer, ausgelegt quasi für vier Karten, aber mit der Zeit passt hier locker noch eine fünfte Karte rein, sechste Karte rein. Das passt dicker rein. Wird natürlich einfach nur vom Volumen her dicker, das Wallet. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier auf der Front noch eine Patchfläche von 8x5 cm. Ja, made in Germany, wie gesagt, durch unseren Hersteller. Verlinke ich euch direkt einfach mal dann bei uns in der Videobeschreibung, wo ihr dieses Wallet bekommen könnt. Geschlossen hat es die Maße 7,5 cm mal 10 cm und geöffnet haben wir hier 15 mal 10 cm. Kleines handliches Wallet, wie gesagt, gibt es nur bei uns im Shop im Moment. Richtig schön geworden. Und wir haben hier natürlich auch noch ein Fach für Scheingeld. Und zwar hier hinten. Maximal Platz von der Breite für einen 50-Euro-Schein. Der passt hier locker rein von der Breite. 100er passt schon wieder nicht rein. Natürlich kann ich das Geld auch anders platzieren. Dicken, falten. Da kann ich machen, was ich will. Ja, richtig schönes Wallet geworden. Wie gesagt, made in Germany und gibt es bei uns im Shop. Ja, das war meine Vorstellung für die Wallets, die ich im Moment in Gebrauch habe, für unter 20 Euro. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, welches Modell euch zusagt. Und dann natürlich vergesst nicht das Giveaway. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.